Dümmste Antwort des Jahres 2018. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Albert, Digga, du machst mich fertig. Yo, was machen wir, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr kennt es ja, wir alle haben eine App und wir alle sind jeden Tag in einer App unterwegs, und zwar WhatsApp. Und ich meine, man schreibt mal hier eine Antwort, man schreibt mal da eine Antwort, aber was passiert, was, wenn man auf einmal der falschen Person antwortet oder einen kompletten Fail begeht? Denn genau das gucken wir uns heute an, die lustigsten, peinlichsten und absolut krassesten WhatsApp-Fails auf der ganzen Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lehnt euch zurück, denn das wird eine sehr holprige Fahrt. Falls ihr noch neu auf diesem Kanal seid, dann könnt ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo da lassen, denn es kommen jeden Tag neue Videos, und glaubt mir, Leute, das wollt ihr nicht verpassen, deswegen einfach ganz kurz abonnieren, unter mir klicken, euch zurücklehnen, und schon habt ihr das beste Leben auf der ganzen Welt. Dann let's go, Mann! Ab mit dem ersten Fail! Und wir fangen hier direkt an mit: Hey, wer bist du? Hab leider mein Telefonbuch gelöscht. Wenn du nicht mal deine Freundin erkennst, sollte ich echt Schluss machen. Sorry, Sandra, tut mir echt leid. Sandra, ich bin nicht Sandra. Ich meinte Petra, sorry. Auch nicht, aber du bist Single. Und da fangen wir direkt mal mit einem Bild an, wo ich auch einfach aufstehen muss und klatschen muss. Dazu kann man nämlich gar nichts sagen. Wer kennt es nicht, wenn man einfach aus Versehen mal sein Telefonbuch löscht? Ich meine, passiert mir auch jeden Tag. Ich setze mich ans Handy, Mann, und zack, wer kennt es nicht? Nicht die Kontakte, nicht eine Person ist weggelöscht, sondern das komplette Telefonbuch. Aber ich meine, immerhin hat er ja dann noch wenigstens den richtigen Namen rausgehauen. Oh nein, hat er ja auch nicht, denn zuerst sagt er: Yo, Sandra, tut mir echt leid, anscheinend mit ein paar Chicks sowas am Laufen gehabt. So hier eine Chick, da eine Chick. Dann wusste er nicht mehr ganz genau, okay, ist das jetzt Sandra oder ist das Petra? Er setzt sich hin und er hat die 50-50 Joker-Flagge. Okay, Sandra oder Petra? Sandra oder Petra? Ich nehme Sandra. Der Albert schreibt: Bäh, ich höre jetzt eindeutig auf mit Trinken. Warum? Was ist los? Naja, ich bin gestern im Suff durch so eine vollautomatische Autowaschanlage gefahren. Seit wann hast du ein Auto? Das ist ja das Problem. Hab ja nur mein blödes Fahrrad. Wer kennt ihn nicht, den Albert, der einfach auch mal betrunken durch die Waschanlage fährt? Ich meine, komm schon, Bro, okay, komm schon, Mann. Entweder du möchtest, dass es diese eine Person, die irgendwelche coolen Geschichten, so, kennt ihr diese eine Person, die ein Bier trinkt oder so und dann so tut, wie wenn sie betrunken gewesen wäre und irgendwelche Stories erzählt, so: Yo, gestern bin ich auf eine Rakete dann drauf und zum Mond geflogen und wieder zurück und hab 5000 Euro dabei in die Luft geworfen. Kennt ihr genau diese Leute, die einfach die Stories des Jahrtausends raushauen, die einfach kompletter Müll sind? Ja. Das sind Alberts. Eindeutig Albert. Schatz, ich glaube, ich muss dir da was erzählen. Was? WTF? Was hast du getan? Naja, ich war doch letztens mal auf einer Party und naja, okay. Okay, Leute, bevor wir weiterlesen, ich kenne nicht die Antwort. Ich würde jetzt einfach mal darauf tippen, dass der Typ denkt, sie ist fremdgegangen oder sonstiges. Hör auf zu reden. Bevor du mir sagst, musst du auch wissen, dass ich mit deiner besten Freundin geschlafen habe. Was? Spinnst du? Ich wollte dir nur sagen, dass ich deine kleine Schwester mit einem älteren Nomen machen habe sehen. Perfekt. Wir haben hier leider keinen Namen, aber ich gehe mal davon aus, dass das wieder Albert ist. Albert, herzlichen Glückwunsch. Ich stehe für dich auf und hör auch gar nicht auf zu klatschen. Bruder Albert, was machst du? Leute, das ist genau dasselbe, wie wenn ihr Fußball spielt. Euer eigener Spieler, ihr seid Verteidiger, euer eigener Spieler spielt den Ball zu euch und ihr haut den glatt in euer eigenes Tor. Der Albert dachte sich einfach: Hey, komm, ich baller sofort, ich muss auch was beichten. Ja, besser ist es, wenigstens warst du jetzt ehrlich, Bro. Dümmste Antwort des Jahres 2018. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Albert, Digga, du machst mich fertig. Schatz, ich frag dich jetzt was. Und wenn du die richtige, beste Rechtschreibung der Welt, und wenn du die Frage richtig beantwortest, bist du die richtige, okay? Ich sterbe. Was tust du? Die Dragon Balls suchen. Der Cringe ist einmal ganz, ganz deep durch meinen ganzen Körper gekommen. Ich habe jetzt erwartet, es kommt wieder so ein Bad Joke. Yo, keine Ahnung, würde deinen Bruder retten oder erst deine Mom oder keine Ahnung. Irgendein schlechter Witz. Nein, sie würde die Dragon Balls suchen. Hä? Das kann nur wieder von Albert gewesen sein. Diese Nachricht kann nur wieder von Albert gewesen sein. Papa, so, jetzt haben wir einen Chat hier mit einem Vater. Die ruft dich gleich an. Papa, wo bist du denn? Bin noch bei der Arbeit. Ach so, okay. Papa, ich habe mal eine Frage. Ja? Bin ich wirklich adoptiert? Spinnst du, als ob ich sowas wie dich freiwillig auswählen würde? Ja, der Witz ging dann auch komplett nach hinten los. Schatz, ich muss mit dir reden. Hey Schatz, was gibt's? Ich hab dich betrogen, bitte verzeih mir. Schatz, aber ich liebe wirklich nur dich. Was zum, mit wem du? Und Dinan, sagst du, liebst mich? Mit einer Freundin. Ach so, ist doch kein Problem, bring sie doch mit, wenn du nach Hause kommst.
Ey, sind wir jetzt auf deinem Beichtstuhl oder was? Was ist denn das für ein Niveau gerade? Yasin, hab ne Frage. Stell dir vor, du hast eine Frau, die du liebst, aber du streitest dich jeden Tag mit ihr. Am nächsten Tag gehst du mit ihrer Schwiegermutter in ein Restaurant essen und redest über diese Probleme. Ihr geht zu dir nach Hause und sie fängt an, dich anzufassen. Würdest du sie knallen, Digga? Haha, wenn die geil ist. Die Schwiegermutter deiner Frau ist deine Mutter, du... Wer kennt ihn nicht? Den Yasin, Alter. Den Yasin, der sich auch mal seine eigene Mutter gönnen würde. Also wirklich, Yasin. Immerhin würde er sich nicht nur gönnen, wenn sie geil ist. Ich meine, wenn sie nicht geil ist, dann würde er doch nochmal einen Schritt zurück machen und das Ganze hier wirklich sein lassen. Aber ja, Yasin, Alter, Textaufgabe, wirklich Textaufgabe. In der 5. Klasse, da hat es nicht mehr gereicht, Alter. Deswegen hat er hier komplett versagt, Mann, bei diesem Test, Leute. Oh, ich muss sagen, ich musste zwar auch ganz kurz überlegen, aber ich hab's dann doch verstanden. Alles easy so, aber ich meine, hey, Yasin, Bruder, du bist auf jeden Fall einer, den hat man gerne als Freund. Askim, wie hast du das Fragezeichen gemacht? Dreh dein Handy und mach so, dann geht das. Schau. Oh nein, die Person hat nicht wirklich jetzt ihr Handy umge... Oh mein Gott, no! An die, die das Ganze vielleicht jetzt noch nicht direkt verstanden haben. Also, Askim schreibt ein Fragezeichen verkehrt herum. Und die andere Person meint dann, hey, wie hast du das Fragezeichen falsch herum gemacht? Und Askim meinte, hey, komm, ich prank die Person mal, ich schreibe ihm so, er wird das schon checken, ich meine, so dumm ist er jetzt auch nicht. Und ja, die andere Person sitzt dann wirklich so zu Hause vorm Handy. Digga, wieso geht das bei mir nicht? Also ich muss sagen, heute haben wir ein IQ-Monster nach dem anderen am Start. Also wirklich, ich meine, das könnte auch ich sein. Aber hey, immerhin war es dann doch nicht ich. Wir haben nicht nur Albert, wir haben Askin, wir haben Yasin, wir haben wirklich die beste Bande auf der ganzen Welt. Leute, wenn ihr diese Personen in WhatsApp habt, dann habt ihr auf jeden Fall, glaube ich, jederzeit was zu lachen. Sarah, eine Frage noch. Was hast du auf einmal gegen mich? Warum? Ja, weil du mich blockiert hast auf Facebook. Sorry, bei WhatsApp weiß ich nicht, wie das geht. Ja, hier haben wir mal wieder einen ganz klaren Fall von... Ich meine, das ist mal der unglaublich größte Fail auf der ganzen Welt. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid so ein Typ und ihr werdet auf Facebook blockiert, auch wenn absolut niemand mehr Facebook benutzt. Aber stellt euch vor, ihr werdet auf Facebook blockiert, ne? Ihr wollt einer Person schreiben und ihr seht so, yo, okay, ich kann nicht mehr schreiben, das Bild ist nicht mehr da, ich weiß auch nicht. Kommt, versuchen wir doch mal in WhatsApp zu schreiben. Dann schreibt ihr also in WhatsApp, die Nachricht geht raus und ihr seid happy. Ich meine, hey, ihr könnt der Person wieder schreiben, wahrscheinlich ist es eure Freundin oder so, was weiß ich. Es geht wieder wirklich zur Sache. Und dann bekommt ihr nur die traurige Nachricht, dass die Person nicht weiß, wie man euch in WhatsApp auch noch blockiert. Und seit diesem Tag ist der kleine Marki nie wieder in WhatsApp gegangen. Chan, ja, ich hatte heute eine Augenoperation mit Laser. Ich bin seit heute Morgen blind und das noch 3 Tage lang. Wie das denn? Verarschen? Wieso? Meine Augen waren wohl zu schwach. Ich werde erst in 3 Tagen wieder sehen können. Ganz kurz mal angemerkt, wie kann er schreiben, wenn er 3 Tage lang nicht sehen kann? Oha, echt? Oh Mann, ey, das hat mir jetzt schlechte Laune gemacht. Egal, Bruder, wir sehen uns morgen in der Schule. Ich schaue mir jetzt noch eben einen Film an. Bin offline, halt die Ohren steif und die Augen immer auf. Okay, ich bete zu Gott, dass es wieder gut wird. Danke, ich bete auch zu Gott, dass er dir ein vollständiges Gehirn gibt. Da hat der Chan doch nochmal ganz kurzfristig gedacht, hey, komm, ich hau mal noch einen kleinen Prank raus an meinen Klassenkameraden und der hat absolut gar nichts mehr gecheckt. Ich meine, spätestens ab der ersten Nachricht muss man auch langsam so verstehen, so okay, er ist blind, er sieht nichts, er kann 3 Tage lang nicht sehen. Wie um alles in der Welt kann er mir also in WhatsApp eine Nachricht schicken? Aber Bruder, ey, das muss man doch checken, Mann. Das muss man doch checken, wenn er nicht sieht. Das Schatz, liebst du mich? Wie gerade i ein Tunnel, mail mich später. Das klappt nicht beim SMS-Schreiben, du ja. Oh, Albert, wieso machst du immer noch diese Sprüche? Ich meine, zuerst sagst du zu uns, yo, du bist mit dem Fahrrad hier durch irgendeine Waschanlage gefahren. Dann machst du irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Pranks oder so. Dann tust du irgendwelche unlustigen Sachen schreiben. Und jetzt machst du auch noch den schlechtesten Spruch auf der ganzen Welt. Also ich muss sagen, wenn wir einen Verlierer of the Day haben, einen Verlierer of the Video, dann ist es ganz klar Albert. Deswegen, Leute, zeigt euer Mitleid an Albert. Alle mal Hashtag Albert in die Kommentare, die bis hierhin geschaut haben, einfach um den Boy ein bisschen Liebe zu zeigen, um zu zeigen, yo, schlechte Witze werden auch von uns geschätzt, okay? Ich meine, er gibt sein Bestes, Mann, er gibt sein Bestes, er will wirklich lustig sein, er will hier irgendwelche coolen Bilder machen, aber Albert, Bruder, lass es einfach, okay? Lass es einfach. Ich habe in Facebook meinen Geburtstag auf heute geändert, um zu schauen, wer mich wirklich kennt. Und meine Schwester hat mir gratuliert. Vielleicht hat sie es vergessen. Alter, wir sind Zwillinge. Ja, deine Schwester hat auf jeden Fall eindeutig Bock auf dich. Ich meine, ich hätte jetzt wirklich jede Ausrede gelten lassen. Aber wenn ihr Zwillinge seid, dann ja,
dann habt ihr halt einfach mal am gleichen Tag Geburtstag. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, ein kostenloses Abo. Hier geht es noch zu den letzten Video. Checkt das ab, denn dieses Video, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr, Leute. Jeden Tag ein neues Video. Ich bin ein bisschen, ja, ich komme gar nicht mehr durch. Was habe ich denn gestern hochgeladen, Leute? Wir haben gestern hochgeladen,